Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Donnerstag, dem 13. April. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Bei mir geht's heute um die ISS, Google, Western Digital, Dropbox Paper, Amazon Freetime, Outbank, den PC-Markt, mein Microsoft Event, Diebold Nixdorf und Nvidia. Wir beginnen bei der ISS. Dort gibt's eine kleine Neuerung, was die Streaming-Technologie mehr oder minder betrifft. Die ISS wird am 26. April das erste Mal Live-Bilder in 4K übertragen. 4K-Aufnahmen gab's schon ein paar Mal, aber jetzt gibt's das erste Mal eben auch 4K-Aufnahmen direkt live von der ISS. Verantwortlich dafür ist ein Raumschiff quasi, das im Dezember auf der ISS oder bei der ISS gelandet ist. Die hat 4K UHD-Rekorder vorbeigebracht. Dementsprechend soll es dann eben am Mittwoch, dem 26. April um 19.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit das erste Mal auch Live-Bilder in 4K geben. Wir kommen zu Google und Google hat heute Google AutoDraw vorgestellt. Im Endeffekt ein Programm, wo ihr schnell quasi mit der Maus Dinge hineinzeichnen könnt. Dieses Programm erkennt dann das, was ihr gezeichnet habt und schlägt euch passende Motive hinzu. Das kann man alles ganz normal direkt im Browser ausprobieren. Die Erkennungsrate ist meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr beeindruckend. Wieder mal ein kleiner Ausblick darauf, was Googles Bilderkennung quasi im Leiste zustanden ist. Wir kommen zu Western Digital. Die haben mit dem G-Drive USB-C eine neue Marke, also eine neue Platte der Marke G-Technology vorgestellt. Die wird über USB-C mit eurem Notebook verbunden und die Besonderheit dabei ist, es lädt euer Notebook auch direkt via Strom auf. Schließlich ist USB-C auch in der Lage, Strom zu liefern. Einziges kleines Manko, zumindest aus meiner Sicht, die Ladeleistung beträgt nur 45 Watt. Das reicht beispielsweise für ein kleines MacBook, aber nicht für ein MacBook Pro, egal ob 13 oder 15 Zoll. Die Platte selbst ist ungefähr einen Kilo schwer und sie gibt es insgesamt mit bis zu 10 Terabyte. Wir kommen zu Dropbox und dort gibt es ein Update für Dropbox Paper. Dropbox Paper gibt es jetzt auch in deutscher Sprache und in einer Offline-Version. Heißt, ihr könnt auch Dokumente editieren, sofern ihr nicht online seid und nicht immer direkt auf den Cloud-Speicher zugreifen müsst. Wir kommen zu Amazon und zu einem neuen Update bei Amazon Freetime. Freetime ist quasi die App oder die Funktion, mit der euren Kindern Zugriff auf Amazon-Inhalte geben könnt. Jetzt wartet die App eben mit einem neuen Update auf, das sich wahrscheinlich vor allem an Eltern richtet. Diese soll Gesprächsideen vorbereiten quasi. Bedeutet, so könnt ihr mit euren Kindern ins Gespräch kommen und über die Dinge und die Medien, die sie gesehen haben, auch entsprechend diskutieren. Ja, im Endeffekt sollte so in der Lage sein, quasi auch einen Zugang zu den Inhalten, die eure Kinder konsumieren, zu bekommen und mit ihnen eben in ein Gespräch damit zu geraten. Ein wichtiges Update bei der Banking-App Outbank. Outback kennt man ja vor allem aus dem macOS und iOS-Bereich. Dort gab es in den letzten Jahren dann immer wieder endlich große Updates, nachdem man sich eine Zeit lang ziemlich schwer tat. Eine sehr, sehr große Banking-Software, die über 4000 Banken und Payment-Dienste unterstützt. Und seit heute unterstützt diese Software auch Android. Dementsprechend auch auf eurem Android-Smartphone könnt ihr jetzt in den Genuss von Outbank kommen. Wir kommen zu Zahlen zum PC-Markt. Und dort gibt es das erste Mal seit 5 Jahren einen positiven Trend zu verzeichnen. Im Endeffekt ist der PC-Markt im ersten Quartal 2017 das erste Mal seit 5 Jahren wieder gewachsen. Die Top 5 Hersteller sind dabei HP, Lenovo, Dell, Apple und Acer. Was man auch dazu sagen muss, im Endeffekt für den Markt, also für das Marktwachstum verantwortlich, sind vor allem Notebooks. Desktop-PC stagnieren nach wie vor, beziehungsweise sind halt wesentlich weniger gefragt und tragen dementsprechend auch nicht zu dem Marktwachstum bei. Kommen zu Microsoft, dass es da wieder ein Event geben wird in nächster Zeit, war mehr oder minder klar. Mittlerweile ist ein Datum raus, Microsoft lädt am 2. Mai ein. Das Event läuft unter dem Namen Learn What's Next, ebenfalls mit dem Hashtag Microsoft Edu darunter. Ja, was kommen kann, gute Frage. Vielleicht kommt es nach dem Creators Update dann das Education Update, man weiß es nicht. Ebenfalls immer wieder in den Gerüchten ist die Windows 10 Cloud. Im Endeffekt Systeme, die nur auf den Store von Microsoft zugreifen können, vielleicht ein bisschen der Gegenpart zu Chrome OS, um so auf dem Bildungsmarkt wieder Fuß fassen zu können. Wir kommen zu Bankomaten, bleiben wir indirekt so ein bisschen bei Windows. Bis 2020 müssen Banken ihre Automaten, also ihre Geldautomaten umrüsten auf Windows 10 von Windows 7 weg. Diebold Nixdorf, die Firma, die vor allem eben diese Geldautomaten anbietet, hat jetzt eben quasi ein entsprechendes Update ausgerollt.
Dieses Update wird schon länger vorbereitet. Seit 2010 werden nur noch Windows 10 fähige Prozessoren verbaut. Zum Abschluss eine kleine News zum Thema Mac und zum Thema Nvidia. Ja, zwei Firmen, die in letzter Zeit nicht so wirklich zusammengepasst haben. Ich glaube, wir hatten es auch schon in der letzten News-Folge des Geek Talk. Im Endeffekt hat Nvidia letzte Woche angekündigt, für die aktuellen Grafikkarten der Pascal-Serie, das ist zum Beispiel die GTX 1060, 1070, 1080, auch macOS-Treiber veröffentlichen zu wollen. Diese sind heute in der Beta erschienen. Für wen ist das Ganze jetzt? Naja, einerseits für all jene, die vielleicht einen Hackintosh basteln wollen, auf der anderen Seite aber auch für Nutzer von älteren Mac Pros oder aber zum Beispiel auch Nutzer von externen Grafiklösungen, diesen sogenannten eGPUs, die können jetzt dann quasi eben auch dank der Mac-Treiber aktuelle Nvidia GeForce-Karten abdecken. Das war's, meine vorletzte Daily diese Woche. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir hören uns morgen nochmal. Danke und ciao. Hört mehr Geek Talk.